Ja. Hier. Das gibt das Material zurück. Und hier können wir jetzt die Color ändern. Hier Color. Und da machen wir was. Oder können wir sonst noch was machen? Mal eben nachsehen, was es sonst noch so gibt. Nö, wir bleiben bei Color. Da gibt es jetzt A ist Alpha. RBG gibt es dann halt. BG und R. Und da schauen wir jetzt mal schnell nach. Hier. Alpha, RGB, nicht RBG. Und wenn wir mal sehen, wir brauchen nur den R-Wert. Wenn wir den so machen, ist es komplett gelb. Das heißt, wir setzen den von 0 auf 255. So. R gleich 255. Fertig. Ach, es ist ein F. Ein Float. Oder? Float Color. Passt doch. Was hat er denn jetzt? Der Rückgabewert Unit Material Color kann nicht geändert werden, da er keine Variable ist. Wie habe ich das damals gemacht? Material. Was gibt's denn da jetzt? Get Color. Set Color. Da, Set Color. So, dann nehmen wir jetzt. Es gibt zwei Überladungen. String Property Name oder Color und Color Color oder Int Name ID Color Color. Dann nehmen wir mal. Weiß ich jetzt gar nicht. Property Name. Int Name ID. Nehmen wir einfach mal 1 und New Color 255, 255. Es müssen Float-Werte sein. 255, 0 und 128, glaube ich, hatten wir. Zack. So, das sehen wir uns jetzt mal eben an. Das kommt in den Else-Teil rein. Und das, ich mache jetzt eben mal ungleich 0 hier, nur zum Test. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann müsste sich die Farbe verändern in gelb. Toll. Hat der keinen Collider? Doch, hat er eigentlich. Und Trigger. Ah, der ist kein Trigger. Der Player ist ja ein Trigger. Wo ist er denn, der Collider? Der ist auch kein Collider. Nee, der ist kein Trigger. Ach, wir haben den Collider ja gewechselt. Save scene. Aber jetzt müsste es funktionieren, denke ich. Nee. Jetzt hat es funktioniert und verloren. Dann lassen wir das wieder weg. Hauen hier einfach mal den. Hauen das auch weg. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Okay, sehen wir uns das doch einfach mal bei Immunity-Ding an. Ich dachte, ich hätte das. Oder Moment mal, vielleicht klappt es auch per Shield Renderer. Material, Color, was gibt's denn da sonst noch? ToString, Linear, Grayscale, GetType, Equals. Oh nein, wir können es ja nicht direkt ändern. GetColor. Nein. Okay, dann müssen wir bei SetColor bleiben. Dann sehe ich das eben mal kurz nach. So. Google. Unity GetColor. So, hier. GetColor. SetColor.
Wo sind die Set Color? Rendere. Ach, ich gebe einfach hier Set Color ein. Toll. Hier. So. Okay, wir haben hier also folgende Möglichkeiten. Common Color Names used by Unity's built-in Shaders. Das sind Color, Spec Color, Emission und Reflect Color. Wir nehmen dann einfach nur Color. Würde ich jetzt meinen. Oder? Moment mal, eben durchlesen. Property Name String, Color Color, Void, Set Color Name at the end. Set a named color value. Many shaders use more than one color. Use set color to change the property name color. Common color names used by Unity's built-in shaders is the main color of the material. This can also be accessed via color property. Ja, toll. Okay, dann versuchen wir das mal. Color. War es doch, oder? Ach, da drüben. Ja. So, mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Ach, natürlich. Passiert da ja, gar nichts. Weil das hier muss ja auch noch hin. So. Das könnte man eigentlich direkt hinter hier machen. Der Rest ist aber passt aber. So, dann noch. Müsste es jetzt passen. Speichern. Okay, sehen wir mal, ob es funktioniert. Jupp, funktioniert. Allerdings nicht so ganz. Und wir sind jetzt auf 6502. Ah, das sind Float-Werte. 255 ist 1. Das heißt, wir haben hier 1, 1, 0 und 0,5. So, nochmal schnell speichern. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ja, seht ihr? Jetzt hat sich der Schick geändert. Jetzt hat er nur noch keine Leben mehr gehabt. Ja. Manchmal kann es sein, dass wir hier einen kleinen Bug haben. Mal eben testen. Ja, es kommt keine Explosion, obwohl er zurückgesetzt wird. Das liegt an. Hier Player Lives, Amount of Rock. Hier liegt. Ah, warte mal, Start Coroutine. Hier, die Explosion. Wir haben jetzt einen Bug, die Explosion wird nicht ausgeführt, weil das Start Coroutine des Destroy Ship nicht ausgeführt wird. Das heißt, wir müssen das hier auch noch mal dahin hauen. Und sonst. Das passt auch. Solange. Jetzt müsste es wieder passen. Ein. So, jetzt müsste das ja auch explodieren, wirklich. Und nochmal. Und zack, und verloren. Aber wir haben einen kleinen Bug, der wird nämlich mehrmals ausgeführt. Wir müssen das hier machen. Bereits bevor es hier hochkommt. Jetzt müsste es funktionieren. Also besser. So, einmal. Und zweimal. Und wir haben Leben verloren. Mist. Mal verliere ich beim ersten Mal schon ein Leben? Nein. Beim zweiten Mal aber. Okay, und jetzt mache ich einfach mal gleich zwei. Else, wenn er dann if Shields Armor gleich 1 ist,
dann soll er es wieder um 1 reduzieren. Und diesmal soll, wenn wir jetzt hier auf ein Schild gehen, wieder hier drauf, wir brauchen nur diesen Wert zu verändern, dann ist er ganz gelb, und nur diesen Wert hier zu verändern, dann ist er ganz rot. Das heißt, wir setzen den zweiten Wert einfach auf 0. Den hier. Fertig. Vielleicht ein bisschen kommentieren. Nochmal. Damage the shield or the player. So. Damage the shield and change the color to yellow. Na, jetzt aber. Und hier das gleiche nochmal, bloß zu red. Und mal eigentlich, wenn er 2 ist, soll er zu, und wenn er 1 ist, wird er ja dann 0. Moment mal, dann muss er aber eigentlich wegkommen. Ja, da war ich schon wieder ein bisschen zu weit. Wenn er natürlich 1 ist, dann muss das hier... dann muss das hier einfach komplett weg. Wir könnten jetzt einfach den Alpha-Wert auf 0 setzen, dann wäre er unsichtbar. Oder wir machen was anderes. Wir machen Shield Renderer enabled gleich false, aber auch Shield Collider enabled gleich false. So, dadurch wird jetzt zum einen der Renderer auf false gesetzt, also der hier, man sieht es also nicht mehr, und der Collider wird auf false gesetzt, das heißt, das Schild selbst detektiert nicht mehr. Was man noch machen muss, während der Schild an ist, und der ist jetzt standardmäßig an, muss der Collider vom Spieler aus sein, aber dafür der vom Schild an. Und natürlich müssen es Trigger sein, weil wir in OnTriggerEnter sind. Der hier auch. So, dann, wenn der jetzt anschließend aber, muss natürlich auch der Collider vom Spieler, also wenn ich jetzt hier auf, im Player, wir sind hier im Skript, auf GameObjects, Collider, enabled gleich true. Weil sonst hätten wir ein Problem, dass, das war jetzt die doppelte Detektion die ganze Zeit, die wir hatten. Beim ersten Mal hat es uns kein Leben abgezockt, aber er wurde sofort auf 0 gesetzt. Weil wir zweimal hatten standardmäßig immer auf 2. Dann die erste Detektion auf 1, zweite Detektion auf 0 und das war ein Treffer. Einmal durch den Player Collider und einmal durch den Shield Collider. Und dann hat er uns ja sofort beim zweiten Treffer auf ein Leben runtergesetzt. Es waren wieder 2 Treffer. Einmal durch den Player und einmal durch den Shield Collider und dann beim nächsten Mal hatten wir verloren. Mit minus 1 Leben. Das war der Bug, den ich gesagt habe. Einer Bug, der sein könnte, durch den es auf minus 1 gehen könnte. So, und danach machen wir ein else. So, if shield armor gleich 0, dann kommt das hier. So, das müsste es jetzt eigentlich sein. Versuchen wir es mal. Save scene. So, also wir können jetzt... Wir haben jetzt... Einmal, zweimal, jetzt ist das Schild weg. Zack. Einen kleinen Fehler haben wir. Der ist nämlich jetzt standardmäßig... Falsch. So, der Schild ist jetzt nämlich standardmäßig auf gelb gesetzt gewesen. Wir wollen ihn natürlich auf grün. So, einmal, wir sind gelb, zweimal, er ist weg, wir haben noch 3 Leben, nur noch 2 Leben. So, dann, nein, kommt ihr her?
Hier, ein Leben und verloren. Es funktioniert tadellos. Was wir jetzt noch machen müssen, weiß ich jetzt nicht. Moment mal, das muss ich eben mal testen. Ob sich der Kai leider wieder zurücksetzt. Wenn wir das Spiel neu starten. So, da habe ich jetzt den Player. Der Player hat den Collider aus. Und der Shield hat den Collider an. Passt. Das setzt sich also automatisch zurück. Gut, dann haben wir jetzt ein Schild. Fertig. Mal eben durchlesen, ob wir auch alles gemacht haben. Add a shield sphere around the player that protects him from two asteroids. Haben wir. Therefore create a new sphere, rename it to shield and drag it onto the player. Haben wir gemacht. By doing this, it will move around with the player and also trigger the collision with the enemy in the player script. Das war der Collider Bug. You should also create a new transparent material so that the ship is still visible inside the sphere. Haben wir. You can change the shield's color values inside the player script by creating a new public game object shield and drag the shield in Unity into the new field. Haben wir gemacht. Shield with 2 hit points passt, mit einem Leben passt auch und Shield down. Perfekt. Optional. Give the shield a certain amount of shield points, e.g. 100. Adjust the size of the enemy on each spawn. The bigger the enemy that hits the ship, the more damage is taken by the shield. The shield should regenerate slowly over time. The color of the shield should also change gradually according to the remaining shield points. Gut, das machen wir folgendermaßen. Wir machen jetzt erstmal den Farbwechsel. Nein, wir geben jetzt erstmal die Punkte. Und zwar ganze 100. So, das Schild hat jetzt 100 Lebenspunkte. Man könnte auch sagen 100%. Und da müssen wir jetzt machen, wenn es größer als 50 ist. 50 ist damit der Nullpunkt sozusagen. Und 100 ist dann 1%. 100%.